Galaxis. Was machst du auf Jeddah? Jeddah ist ein Teil der Galaxis, Cal. Gut zu wissen. Ich besuche Seer von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Vielleicht kann jemand in Seers Basis was damit anfangen. Wir müssen auf die andere Seite. Ja, das könnte klappen. Gut. Wir sollten uns beeilen, Cal. Ein Sturm zieht auf. Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Wir werden zurückkommen und den Speeder holen. Wie kommst du darauf? Das ist nur ein Speeder. Doch dazu ziemlich verbeult. Es ist ein langer Fußmarsch von hier bis zur Stadt. Ich habe gehört, einige der Pilger leben in Höhlen. Gib einfach Bescheid, wenn du was gibt, Berichte über Feinde in diesem Bereich. Sollen wir noch einen Spähtrupp losschicken? Wir decken schon ein viel zu weites Gebiet. Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Nar Shaddaa? Richtig. Du gehst vor, Cal. Ganz was Neues. Die kommen! Schalten wir sie aus. Cal, Vorsicht! Das Imperium wird nicht begeistert sein, dass wir einen Jedi entdeckt haben. Du wirst dich ergeben. Mehr kannst du nicht? Dafür werden sie bezahlen. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Besser denn? Woran denkst du? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Na dann, komm mit. Fliegen hast du noch nicht gelernt, oder? Leider nicht. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Da. Kannst du es sehen? Ja. Es immer noch. BD ist ein bisschen langsam. Das war ein Witz, Droide. Hier durch. Steckst doch nicht fest. Ugh, Sith-Spucke. Der Weg ist versperrt.
du mich umbringen? Tut mir leid, ich dachte... Es ist okay, Cal. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, das du ins Chaos gestoßen hast. Unglaublich. Das sah anstrengend aus. Brauchst du eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Sears Basis sind. Hast du das gelernt? Datomir. Du bist wieder zurück? Ja. Meine Schwestern sind fort, doch ihre Weisheit bleibt. Die Spamele. Sie haben an einer Oase angehalten. Es wird wärmer. Die Kreatur ist fort. Aber sie wird zurückkehren. Wir hätten diese Reise niemals antreten sollen. Mögen die Jedi uns beschützen. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Noch nicht. Versuche weiter Kontakt herzustellen. Wann immer du bereit bist. Das war wirklich ein schöner Speeder. Das ist nicht der Weg zu Sears Basis. Ich will mir das nur schnell ansehen. Ich bleibe hier. Hast du etwas gefunden? Ja. Du solltest öfter Umwege machen. Ich habe die gesamte Galaxis bereist. Erinnerst du dich? Wie könnte ich das vergessen? Thank you.
Und? Was hältst du bisher von Jeddah? Tödliche Kreaturen, imperiale Truppen. Nicht gerade ein freundlicher Empfang. Es ist ein harter Ort, aber er wächst dir ans Herz. Wie Datomir? Ja. Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Die geht von hier nicht auf. Bist du bereit? Sears Basis ist weit entfernt. Wir haben einen langen Weg vor uns. Gegner nähern sich. Nein. Hier! Zusammen! Lass mich weiter unter Druck! Bleib bitte hoch! Konzentrier dich! Er weicht immer wieder auf! Sie sind nichts. Ja, ich hab ihn erwischt! Kannst du mir helfen?
Bitte, hilf mir bitte. Maren, kannst du dich darum kümmern? Natürlich. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Ein Aufständischer! Das nimmt kein gutes Ende. Wenn wir verlieren, war es nicht meine Schuld. Gut gemacht. Sie haben Angst vor dir. Ich weiß. Sie nennen mich den Wüstengeist. Wüstengeist, hä? Imperiale heimzusuchen ist sowas wie ein Hobby von mir. Vielleicht kann jemand in Sias Basis was damit anfangen. Es muss eine Ewigkeit gedauert haben, diesen Ort zu bauen. Und jetzt sind die Erbauer fort. Ich bin bei meinen Reisen auf die Überreste vieler Zivilisationen gestoßen. Alles verfällt, Cal Kestis. Nicht alles. Ich habe deinen Optimismus vermisst. Vorsicht! Gefahr in der Nähe! Unterschätzt uns nicht!
guter Fund, BD. Mach dich kampfbereit. Ein Eindringling? Erledigt sie! Stellt euch den Zorn von Dunn auf! Direkter Treffer! Betrachtet diese Situation taktisch! Aber das waren sicher nicht die Letzten. Lass mal sehen. Die sehen aus wie Jedi. Seer sagt, Jedha war einst die Heimat von vielen, die deinesgleichen verehrten. Vielleicht waren sie es. Meinesgleichen. Lass uns die Gewichtsverteilung testen. Da ist die Oase. Jetzt ist es nicht mehr weit. Die Ausrüstung könnte ein paar Anpassungen vertragen.
Weißt du, wer das war? Ich nicht, aber Sir vielleicht. BD, sieht er aus wie Cal? Gegner voraus. Früher bist du gerne geklettert. Es ist nützlich. Wenn das ein Witz war, hoffe ich, dass du abstürzt. Wir besiegen sie gemeinsam. Ist das? Ich brauche nur einen Treffer. Sie ist noch nicht tot. Mach dir keine Angst. Hoffentlich liegt das Oberkommando. Nicht schlecht, Jedi. Ich brauche einen Stimmkumpel. Sieh dir das an. Der Sturm kommt näher. Wir bleiben in Sears Basis. Sie liegt versteckt vor dem Imperium im Wüstenhochland. Ein Skrytenbau. Aber wo ist der Skryten? Da kommt etwas. Nehmen wir uns den gemeinsam vor. Einverstanden. Hilfst du mir? Muss ich? Danke. Sir wäre enttäuscht, wenn ich dich in der Wüste zurücklassen würde. Das Spamel. Meinst du wirklich, du kannst eins zähmen? Ein Versuch ist es wert. Wir sind gerettet! Jetzt haben wir die Kraft, die Kreuzung zu erreichen. Mögen die Jedi über uns wachen.
Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Der Sturm kommt näher. Wir müssen gehen. Brauchst du Hilfe? Danke. Aber ich schaff's auch so. Na los. Langsamer jetzt. Ist es weit bis zur Basis? Nicht mit unserem neuen Freund. Und jetzt haben wir Zeit, uns auszutauschen. Da hast du recht. Es ist Jahre her. Du hast sicher die gesamte Galaxis gesehen. Beinahe. Wie war's? Großartig. Die sinkende Stadt Kurator. Die Klippen von Persaia. Die Galaxis leidet. Aber es gibt immer noch Schönheit. Begegnungen mit dem Imperium? Ja, es sind dunkle Zeiten. Ich habe möglichst vielen geholfen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Wo auch immer ich war, habe ich oft an dich gedacht. Okay, okay. Das ist der Rückweg. Du bist hier jahrelang aus dem Weg gegangen. Warum besuchst du sie jetzt? Ich brauche ihre Hilfe. Wir suchen etwas, das mit dem Orden zu tun hat. Interessant. Bist du noch wütend, weil wir gegangen sind? Ich habe es nicht kommen sehen, Maren. Dass jeder von uns getrennte Wege geht. Ich verstehe, Cal. Aber wir hatten unsere Gründe. Langsam, mein Freund. Spammehl. Mehlfreund, geht das nicht schneller? Okay, alles gut. Langsam. Wir müssen uns beeilen. Schneller! Wir müssen
müssen schneller werden. Das Spamel hat Angst. Es wehrt sich. Okay. Vorerst. Geh lang. Schnell. Wohin jetzt? Wir müssen in Bewegung bleiben. Schnell, Kerl. Das ist doch nicht etwa... Das Spamel muss Unterschlupf gefunden haben. Hier lang. Das Spamel hat uns gerettet. Dann verzeihen wir ihm, dass es uns zurückgelassen hat. Einverstanden.
Na schön. Das sollte für die Nacht reichen. Setz dich. Was haben du und BD erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Dasselbe wie immer. Das Imperium bekämpfen, aushelfen, wo es geht. Wir konnten nirgendwo lange bleiben. Und, ich glaube, wir sind auf etwas gestoßen. Ein Ort, wo das Imperium uns nicht finden kann. Aber ich müsste den Kampf aufgeben. Und viel mehr als kämpfen kann ich nicht. Cal. Sieh in das Feuer. Es schenkt dir Wärme. Es lässt dich nicht allein. In dunklen, einsamen Nächten, oder? Doch lässt man es außer Acht, werden die Flammen alles auf ihrem Weg verzehren. Bis nur noch Asche übrig bleibt. In kalten Nächten aber, Nächten wie dieser, ist ein wärmendes Feuer perfekt. Und die Gesellschaft ist auch nicht übel, oder? Hab dich vermisst, Maren. Ich dich auch. Ich konnte nicht bleiben, Cal. Ich musste erst lernen, die Galaxis auf meine Weise zu sehen. Was hast du gefunden? Mich selbst. Im Angesicht aller Wesen und Welten, auf die ich stehe. Datomir bleibt natürlich meine Heimat, aber es kann nicht bestimmen, wer ich bin. Mir war nie klar, warum du gegangen bist. Aber jetzt, wo wir hier sitzen, glaube ich, du hast das Richtige getan. Du hast eine Stelle übersehen. Morgen. Das Wetter hat aufgeklärt. Gehen wir. Von denen kann man nie genug haben. Wir haben unseren ersten Sturm zusammen überlebt. Ja, das haben wir. Ich bin froh, dass wir uns wieder getroffen haben. Wie lange bleibst du auf Jeddah? Ich weiß nicht, aber ich freue mich auf Green. Wie geht es ihm? Nicht schlecht. Er hat eine Kantina eröffnet. Pailun Saloon. Er hat ihn nach seiner Urgroßmutter benannt? Nichts ist für Grease wichtiger als die Familie.
Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Meister Cordova. Welch eine Ehre. Ich habe nie gehofft, euch kennenlernen zu dürfen. Die Ehre ist mein, Kerl. Sia hat mir alles erzählt. Im Angesicht eines übermächtigen Gegners hast du Tapferkeit und außerordentliche Weisheit bewiesen. Du hast gut gewählt. Nun, so weit würde ich nicht gehen. Das Imperium hält die Ruinen. Ihr müsst einen anderen Treffpunkt finden. Unerfreulich. Wenigstens verwischte der Sturm eure Spuren. Kommt, ich werde euch hineinbegleiten. Meister Cordova, habt ihr die Sepho gefunden? Nur verblasste Spuren ihres Weges, die tief in die unbekannten Regionen führen. Tut mir leid, das zu hören. Nicht zu ändern. Letztlich inspirierte mich dieser Fehlschlag, andere überlebende Jedi zu suchen. Diese Suche führte mich zurück zu meinem alten Schüler. Wie ist es dir, Kerl? Das klingt nicht gut. Ein paar Schrammen. Aber ich atme noch. Und ich freue mich darüber. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit Neuigkeiten über einen Jedi-Terroristen auf Coruscant gehört. Du warst auf Coruscant? Also, Dementis hat wohl auch schon bessere Tage gesehen. Du solltest die anderen sehen. Kommst du, Kerl? Diese Basis ist gut versteckt. Nun ja, die Präsenz des Imperiums ist in den letzten Jahren gewachsen. Sie sind viel zu stark für einen direkten Kampf. Aber wir tun, was wir können. Natürlich ist es entscheidend, dass unsere Arbeit unbemerkt bleibt. Welche Arbeit genau? Du fragst sie ja besser selbst. Bis dahin begrüßen Marin und ich die Neuankömmlinge. Und? Wie war die Wüste? Kalt, stürmisch und zu viele Imperiale. Nicht mein Lieblingswetter. Aber leider wird es mit jedem Tag häufiger. Wo habt ihr den Sturm überstanden? In einer Höhle hinter dem alten Markt. Unser Spamil-Freund hat uns den Weg gezeigt. Du schließt neue Freundschaften, wo immer du hingehst. Vielleicht ein Überlebensinstinkt. Ich habe imperialen Funk abgefangen. Dein Ruf wächst stetig. Lag Angst in ihren Stimmen? Durchaus, ja. Gut. Reese muss in der Küche sein. Wir treffen ihn später.
versuch's weiter. Bruder Amias bricht nicht einfach so den Kontakt ab. Cal Kestis. Willkommen auf Jeddah. Ich wusste, der Sturm würde dich nicht aufhalten. Ihr baut die Tempelarchive wieder auf. Wir versuchen's. Solange dieses Wissen existiert, wird das Vermächtnis der Jedi überleben. Es ist unglaublich. Aber etwas sagt mir, dass es hier nicht nur um Holobücher geht. Ja. Wir sind Teil eines Netzwerks. Es heißt der versteckte Pfad. Wir bieten den vom Imperium Verfolgten sicheres Geleit und eine neue Identität zu ihrem Schutz. Vom Imperium Verfolgten wie... wie überlebende Jedi? Nur wenige von uns sind übrig. Aber ja. Außerdem Machtbegabte und ihre Helfer. Wieso weiß ich davon nichts? Du hast nie gefragt. Außerdem sagt man, du willst nach ganz oben auf die Fahndungsliste des Imperiums kommen. Ich wollte der Galaxis beweisen, dass das Imperium nicht unverwundbar ist. Dass du dich wehren kannst. Dass du kämpfen musst, damit es besser wird. Aber dann hören sie auf die Propaganda und glauben trotzdem frei zu sein. Tja, du hast einen schweren Weg gewählt. Ja, und ich habe dennoch nichts erreicht. Nun, während das Imperium hinter dir her war, konnten wir dieses Netzwerk aufbauen. Verbündete finden und Leben retten. Als ihr gegangen seid, ich dachte, ihr gabt auf. Ich lag falsch. Cal, du warst noch ein Kind, als sie dich in den Krieg geschickt haben. Es gab mal eine Zeit, ich erinnere mich gut, in der die Jedi mehr waren als nur Waffen. Aber wir haben beide unsere Aufgaben in diesem Konflikt. Deswegen bin ich hier. Sia. Ja, ist denn das zu fassen? Hey, Sia! Es mangelt diesem Ort hier wirklich nicht an Charakter. Aber auch ein wenig unheimlich hier. Es ist schön, Sie zu sehen, Grease. Hallo, hallo, HBD. Okay. Und? Wie war's in der Wüste? Der Sturm hat unsere Spuren verwischt. Aber das Imperium hat einen eurer Speeder zerstört. Das ist ein geringer Preis für eine sichere Ankunft. Und wer ist das? Das ist Bodakona. Er ist ein Freund. Schön, euch endlich kennenzulernen. Oh, Achtung! Großer Typ, großer Ärger! Hey! Endlich wieder vereint! Ja. Schön. Was führt euch nach Jeddah? Wir suchen einen verschollenen Planeten. Ternalor, sagt euch das was? Er liegt auf der anderen Seite eines tödlichen Nebels namens Kobo Abyss. Unser Archiv ist längst nicht vollständig, aber Meister Cordova wird sich der Sache annehmen. Mit Vergnügen. Das Problem ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die diesen Ort suchen. Ich wusste, dass es zu einfach klang. Sein Name lautet Dagon Gara. Er war ein Jedi. Jetzt führt der Plünderer im Outer Rim an. Es gibt einen alten Tempel dort. Dagon will ihn zurückerobern. Ein Jedi-Tempel außerhalb der Reichweite des Imperiums könnte bedeuten, dass es dort Informationen gibt, die wir nicht im Archiv haben. Ich glaube, ich habe da was. Oh, zu freundlich, BD. Zuerst die schlechten Nachrichten. Oh Mann, der kennt sein Publikum. Ich habe keine Informationen über das Durchqueren des Kobo-Abyss gefunden. Aber ich bin auf zwei Vermerke zu diesem Dagon Gara gestoßen. Er hatte eine Zuflucht auf Kobo. Und die Aufzeichnungen zeigen, dass er regelmäßig ein Labor auf dessen Mond besuchte. Okay, das überprüfen wir. Wenn ihr etwas findet, bringt es mir. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Danke. Euch beiden. Gern geschehen, Cal. Hoffentlich findest du, wonach du suchst. Möge die Macht mit euch sein. Und mit dir.
Ich begleite dich zurück zur Mantis. Du kommst also nicht mit uns? Ich kann nicht. Und durchatmen.